Grüß euch! Heute möchte ich euch was sagen, das was ich ein bisschen so einen Tipp an eine Freundin weitergeben habe. Und das hat viel mit Frischblumen zu tun und wie man die ganz lieb arrangiert. Zeige ich euch jetzt. Hier ist es. Freundin von mir hat einen schönen Garten und da packt sie halt oder schneidet sie oft was ab und dann kommt sie und sagt sie, schau, das habe ich im Garten und so habe ich das gerichtet. Und sie war sich immer ganz unsicher, hat es nicht unbedingt in der Dose, schon in einer Vase, aber so ungefähr hat das ausgeschaut. Und Blumenstrauß binden ist ihr zu aufwendig zum Lernen oder sonst irgendwas, deswegen habe ich auch einen schlauen Trick gezeigt. Und der Trick ist, das ist ganz was Einfaches, ich habe da so Spieße, die kennt ihr eh schon von mir, die werden ganz viele Sachen verwendet. Und mit den Spieße knüpfe ich mir einfach so ein Gitter. Das Gitter ist leicht beweglich, aber das kann ich dann zum Beispiel bei einem großen Gefäß drüber geben. Oder ich kann es ein bisschen so zusammentun, ich kann es da oben drüber geben. Also überall, wo ich so etwas brauche, je nachdem, was für eine Größe. Und das ist wirklich nicht schwierig. Ihr braucht dafür einfach nur eine Stäbe. Das sind die Schaschlikspieße, die gibt es in so einem Backerl, kostet eigentlich fast gar nichts was. Ich nehme dafür gern ein Silberdraht und dann tue ich einfach einmal zwei zusammen. Einfach ein bisschen drüber knoten, einmal so, so dass da die Stäbe da so ein bisschen im rechten Winkel bleiben. So, das hält eigentlich schon und dann gehe ich weiter, ich nehme mein Draht mit, tue den nächsten Stock dazu, ungefähr in Abstand. Man kann es auch genau ausmessen, jeder wie der mag, wie genauer man das machen will. Ich tue immer Auge mal bi. Und dann den zweiten befestigen. Und so mache ich das durchum. Nicht erschrecken, der geht ein bisschen da übereinander, aber das dann wieder befestigen. Das ist eigentlich ganz was Einfaches zu machen, ist auch geschwind gemacht und das habe ich auch ewig. Das ist ein bisschen so wie die Steckhilfe, wie man sagt. Es gibt ja viele, die dann das Stick so drüber picken oder das, wie sagt man, das Klebeband. Kann man natürlich auch. Ich verwende gern so etwas, weil das kann man sägen, wenn man nicht so viele Blumen hat. Das mit dem Dixo muss ich immer ganz voll machen, weil sonst schaut das ein bisschen witzig aus, finde ich, wenn man die Klebestreifen sieht. Ist natürlich auch eine Möglichkeit, jedem, was ihm besser gefällt oder was er leichter tut. Aber ich finde, da schaut das Gitter schon ein bisschen eine Deko aus, aber wenn ich nicht so viele habe und die bleiben wunderbar stehen. Also da mache ich einfach einmal die Reihe da oben fertig. Einmal so drüber, so dass die Spieße schön halten. Dann noch einmal. Weil ich weiß, mit dem Blumenstrauß binden, ich habe das schon oft probiert zu sagen, aber es ist wirklich, es ist nicht so einfach. Ja, es ist viel Übungssache und die Technik. Das muss man einfach lernen und ich weiß, das ist oft ein bisschen aufwendig, zeitaufwendig. Ich gebe noch einen dazu. Und das ist irgendwie so eine einfache Variante, wenn ich echt sage, ich finde ein paar Sachen und will das in eine Vase geben, aber ja, irgendwie das Arrangieren, es passt nicht so wirklich. Und mit dem kann ich mich da super behelfen. So. Jetzt schaut das Ganze so aus. Ich meinen Draht einfach ganz außer auf die andere Seite. Und jetzt tue ich den Stab auf der zweiten Seite dazu und wickel das wieder fest, so wie vorher. Das ist einmal eine Arbeit von ja, 10, vielleicht 15 Minuten. Und das kann ich ja, das wird ja nicht hin oder irgendwas, ich kann das ja immer wieder verwenden. Und einfach wickeln. Befestigen. Nächste. So wie beide Seiten befestigt, wie ihr seht, ist das einfach so ein Gitter und jetzt lege ich da oben drüber, so dass es einfach wie bei Schachbrett also ein Muster wird. Da kann ich engermaschig machen, breitermaschig, wie es angefällt, wie der glaubt, dass man es braucht. So, jetzt habe ich mein Gitter fertig. Das Einzige, was ich noch machen muss, ist die Spitz für den Schaschlikspieß abschneiden. Wenn ihr das nicht habt, braucht ihr das natürlich nicht, aber die sind da ziemlich spitz und dann schneide ich einfach weg. Und gleichzeitig kann ich ein bisschen zuschneiden, so dass es wirklich schön gleichmäßig noch ist.
Cheese sind nicht immer ganz komplett gleich. So. Und jetzt habe ich im Prinzip ein bisschen ein flexibles Gitter. Und da kann ich dann zum Beispiel, ich möchte euch zwei Varianten sagen, eine mit einer eben der großen Schollen, das ist meistens relativ schwer, da etwas einzufrischen, und eben mit so einem normalen Krug. Okay, los geht's. So, jetzt nehme ich meine Blumen, oder? Die jetzt zusammengesammelten. Legen wir die einmal her, oder? Und dann sehe ich schon, was hat große Blüten, was hat kleine Blüten. Ich meine, das sind ja Traumformen, oder? Ist das nicht der Wahnsinn? Also ich bin ganz begeistert. Schon langsam zahlt sich die Gartenarbeit wirklich aus. Dann schneide ich es wieder schräg an, das ist wichtig, damit es holtert. Und dann fange ich einfach da in mein Gitter an, die Sachen einzustellen. Da fällt mir nichts durch die Gegend, ich muss nichts finden. Und das Gitter unterhalb kann man ja ruhig sehen, weil ich finde, das schaut auch nicht schief aus oder irgendwas. Mit dem Holz, das ist immer passend. Das kommt ein bisschen weiter um, kann ich auch wieder umtun. Okay, das habe ich zwei draußen, kommt ein bisschen weiter einer. Und die habe ich überhaupt kein Problem. Und so kann ich auch grüne Sachen dazu tun oder eben so knospige. Oder so wie die langen da, die Irisart. Traumhaft schön, echt. Also die Form, ich bin ganz begeistert. Und da kann ich eben nur ein bisschen was eingeben, wenn ich ein paar Blüten habe. Oder wenn ich ganz viele habe, mache ich ganz ein üppiges Gesteck. Oder zumindest so ein Art Gesteck. Das bringt wirklich jeder zusammen. Ein bisschen was mit Blättern zwischen rein. Und da kann ich dann auch mit den Höhen spülen. Kann ich sagen, okay, in der Mitte ein bisschen höher. Und am Rand ein bisschen tiefer, damit es wirklich so straußmäßig ist. Ich kann da ganz am Rand noch was eingeben, weil ich denke, da fällt mir was, so dass das schön üppig ausgeht. Und deswegen finde ich das wirklich super. Ich habe das meiner Freundin gezeigt, eben als Gartenfan. Und ja, aber es ist halt wirklich oft für sie schwierig, die Sachen zu verarbeiten. Und mit denen kommt sie wunderbar zurecht. Deswegen habe ich gedacht, das gebe ich euch weiter. Das ist vielleicht ein Tipp wert. Auch wenn ihr Blumen kauft, irgendwo Discount oder irgendwas, ist das ein bunt benannt, dann hat man oft ein größeres Gefäß, schaut nichts gleich, es fällt auseinander und man hat nichts, weiß ich was. Dann macht man das einfach mit so einem Gitter. Ganz einfach eine oben drüber legen, die Sachen rein. Und die kann da wirklich, dort brauche ich was, da brauche ich was, das andere bleibt mir alles. Ich brauche keine Angst haben, dass mir das auseinanderfällt. Und ich kann meine ganzen Blüten wunderbar verarbeiten. Ich muss nur schauen, dass alles schön Wasser hat. Das ist wichtig. In der Mitte geben wir ein bisschen was Heeres. Na, bist du? So. Zweites dazu. Den noch ein bisschen. Das ist jetzt zum Beispiel, wenn es ein großes, üppiges Gefäß ist. Und das ist im Prinzip kein Vasen, das ist ja eigentlich schon ein Schollen, aber das ist wunderbar für die großen Blüten. Da kann ich wirklich, oder ich habe große Rosen oder irgendwas, die sind schon ziemlich aufgegangen. Dann kann ich das wunderbar so rundherum einstecken. So, da habe ich jetzt unterhalb mein Gitter, wie ihr seht, ich kann das verdrehen, das ist ganz locker, aber es bleibt, ich kann das woanders hinstellen, ganz einfach, ich kann Blüten einzelne auszupfen, wenn ich jetzt sage, das passt mir nicht da oder die sind schon verblüht, ja, eigentlich wirklich eine einfache Geschichte, oder ich dekoriere das Ganze am Anfang mit Grün aus und gebe nur ein paar Blüten ein, wenn ich nicht so viel habe, ich habe da einen Haufen gehabt, deswegen habe ich das ganz üppig gestaltet. Also ich denke, das ist eine gute Sache, das ist jetzt einmal mit der großen Schollen und jetzt möchte ich euch das noch in einem Krug sagen, ein bisschen her. So, da sind jetzt ein bisschen andere Blumen und ich habe ein anderes Gefäß. Vielleicht habe ich eben so höhere Vasen, Krüge oder sonst irgendwas und da kann ich aber ganz das Gleiche machen. Ich kann das jetzt so groß lassen, dass man es unterhalb sieht oder ich schiebe es einfach ein bisschen zusammen, so, dass es ein bisschen seitlich ist. Dann kann ich das ein bisschen so auseinanderbraten.
Und jetzt habe ich da eben so lange Blüten. Die passen für das wunderbar. Und wie gesagt, ich kann da als erstes entweder mit den Blüten oder mit dem Grün anfangen. Ganz egal, wie ihr leichter tut. Ich fange mal mit den Blättern an. Ich fülle mir das Ganze da unten ein bisschen aus. Dann habe ich schon ein bisschen Halt. So ungefähr will ich das haben. Noch ein Blatt. Ich habe da zum Beispiel ein Lilienohr, dann ein Iris, ein Stilben. Aber ich tue das oft gar nicht groß beschreiben, was ich da genau habe, weil ich muss nicht das Gleiche haben. Oder oft dann sagen, kriegt man auch nicht so. Einfach schauen, was habt ihr oder was kriegt man bei einem guten Floristen. Fräschen zum Beispiel, ganz lieber zum Arrangieren. Oder kleinere Gladiolen, es gibt so Mini-Gladiolen. Die kann man auch ganz gut so stecken. Ja, ich will es euch einfach nur zeigen, wie das Ganze gemacht wird. Aber das kennt ihr eh schon von mir. Und vom Material her. Ich weiß, das ist immer ein bisschen schwierig, dass man ganz das Gleiche hat. Ich habe da ein paar lange Blätter. Und da mache ich das Ganze jetzt eigentlich umgekehrt, kann man sagen. Ich gebe zuerst ganz viel Grün rein. Weil das ist mir auch aufgefallen, meine Mama zum Beispiel, die tut auch sehr gerne so Sachen ein bisschen dekorieren oder so. Und die tut sich mit dem Grün leichter. Also die findet leichter Grün, Blüten hat sie eher weniger, weil sie hat in Nancy keinen Garten, außer sie stibitzt fast bei mir. Und dann ist sie viel in der Natur unterwegs und da findet sie sehr viel Gräser, Blätter und so verschiedene Sachen. Dann steckt sie eben das mit dem Grün vorher aus, weil für den hat sie mehr und das kriegt sie auch leichter. Ganz klar. Dann schaut das aus wie jetzt da, oder? Weil ich mache das dann auch so. Und dann eben die Blüten, je nachdem, was sie hat. Was sie gefunden hat, ob das Dollenblütler sind oder ob sie bei mir mal eine Iris oder irgendwas mitnimmt. Und dann steckt sie einfach ihre Blüten. Ab und zu kauft sie auch beim Discounter was, wenn das ein Bund oder irgendwas ist. Und ihr seht, das bleibt schon auf dem Blatt stehen, wo ich es hin tue. Die braucht da gar nicht so viel. Wenn ich nicht so viel habe oder nicht so viel, wäre das schon okay und das bleibt schon super stehen. Ich habe natürlich ein bisschen mehr Sachen, so wie immer zu viel. Aber dafür habe ich auch einen Garten. Und dann stecke ich einfach das, was ich habe, rein. Da verrutscht nichts. Ich kann das wieder auserziehen, wenn ich denke, das habe ich jetzt falsch gesteckt, das gefällt mir nicht. Das möchte ich höher haben oder niedriger oder auf der Seite. Es bleibt alles. Und eigentlich mit einem wirklich minimalen Aufwand. Das Gitter da unterhalb mache ich einmal. Und es passiert ja bei den Gittern nichts. Es wird nicht nass oder irgendwas, es bleibt mir. Ja. So, da habe ich noch ein bisschen offene. Und schon habe ich meinen Strauß in einem Hodengefäß fertig. Und ich finde es wieder unterhalb, ich könnte sonst die Blätter weiter oben ziehen, wenn man will. Oder noch ein Efeu oder irgendwas rundherum gehen, wenn ich das nicht sehen will. Aber ich finde, es stört überhaupt nicht, wenn man das Holz da unterhalb sieht. Das ist überhaupt nicht tragisch. Und ich habe schon schön dekoriert, ohne viel Aufwand. Kann ich alles einfrischen, ob in niedrig, ob in hoch. Okay, das war meine Anregung, was ihr aus einfachen Spieß eine super Halterung machen könnt, dass ihr üppige Streis in Floristschalen machen könnt, in hohe Vasen, ist eigentlich kein großer Aufwand. Wir zeigen euch, gelingt das Stecken super gut. Ja, probiert es einfach aus. Bin neugierig, schreibt es mir mal, wie es gelingt, wie oder was. Also, viel Spaß, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Still can't let you.